Da geht er hin, der edle Tropfen. Könnte man meinen. Doch edel oder gar Premium, wie die Verpackung verspricht, war an dieser Brühe gar nichts. Vielmehr hatte der Wodka mehr als 300 Mal so viel Methanol in sich wie erlaubt. 10.000 Flaschen voll ungenießbarer Flüssigkeit wurden am Donnerstag vom Zoll in einem Recyclinghof in Bramsche vernichtet. Methanol ist als Kraftstoff bekannt, Frostschutzmittel auch. Und es ist ein hochgiftiges Zeug, was bei dem Genuss relativ geringer Mengen zur Erblindung führen kann und im schlimmsten Fall sogar zum Tod. Sichergestellt hatten die Beamten die 8000 Liter gepanschten Wodka nach längeren Ermittlungen in Duisburg und Essen. Drei überführte Täter wurden bereits zu einem Jahr bzw. einem Jahr und 9 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt.